Bei einem Verkehrsunfall in Gablenz wurde am 6. Januar eine 58-jährige Autofahrerin schwer verletzt. Kurz vor 14 Uhr befuhr sie mit ihrem Fiat DS 289 in Richtung Krimmitschau. In einer Kurve kam ihr Wagen von der Fahrbahn ab, überschlug sich mehrfach und blieb erst auf einem angrenzenden Feld stehen. Dabei wurde die Fahrerin eingeklemmt. Sie musste von der Feuerwehr, die mit 5 Fahrzeugen und 18 Helfern angerückt war, aus ihrem PKW befreit werden. Der Notarzt kam mit dem Hubschrauber Christoph 46 zum Einsatzort und übernahm die medizinische Versorgung der Patientin. Ein Hund, der sich in Begleitung der Frau befand, wurde von der Polizei ins Tierheim gebracht. Die S289 war für die Zeit des Einsatzes halbseitig gesperrt. Der Verkehr wurde an der Unfallstelle vorbeigeleitet.